Am 18. September waren Vertreter der 5 Grundschulen der Lutherstadt Eisleben in den Ratssaal geladen. Anlass war die anstehende Übergabe von Spendenmitteln aus der Galaveranstaltung der Wobau Eisleben und der Stadtwerke Eisleben anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens. Aber hören wir Bürgermeister Carsten Staub. Wie Sie wissen, sind wir in diesem Jahr mit unserem kommunalen Tochterunternehmen, unseren Stadtwerken Lutherstadt Eisleben und der Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt Eisleben, ein feierliches Jubiläum, nämlich 30 Jahre haben wir in diesem Jahr gefeiert und hatten im Mai diesen Jahres die Festveranstaltung im Theater Eisleben. Und ja, was ist, wenn jemand 30 wird, was schenkt man denn? Was schenkt man einem Stadtwerk, was schenkt man einer Wohnungsbaugesellschaft? Und da haben wir uns einfach gemeinsam mit dem Geschäftsführer, mit Herrn Mark Reigert und mit Herrn Ronny Strebe überlegt, was können wir machen. Und wir haben eine Spendenaktion unterhalb der Gäste initiiert. Also die Gäste konnten im Vorfeld Geld überweisen auf ein Spendenkonto, konnten natürlich auch Geld bar mitbringen und haben sozusagen sehr reichhaltig gespendet. Und wir haben uns gemeinsam entschieden, das Ganze, weil wir natürlich als kommunales Unternehmen ständig unserer kommunalen Verantwortung nachkommen wollen und das auch weiterhin tun, haben gesagt, wir investieren es in unsere Jugend. Und da wir in der zurückliegenden Zeit schon 4 Aktionen auch mit Kitas gemacht haben, haben wir diesmal uns entschieden, wir bedenken die Grundschulen, alle 5 Grundschulen, die wir hier in der Lutherstadt Eisleben haben. Und ich freue mich insbesondere, dass heute aus allen 5 Grundschulen Vertreter hier sind, teilweise die Direktorin, teilweise auch Vertreter. Und heute hier stellvertretend sozusagen die Spendensumme in Empfang nehmen und dann vielleicht auch uns in absehbarer Zeit berichten, was sie Tolles damit umgesetzt haben, was sie vielleicht gibt es auch schon. Vorschläge oder Projektideen, die dort umgesetzt werden sollen. Natürlich wandten sich auch die beiden Geschäftsführer an die anwesenden Vertreter der Grundschulen. Auch von meiner, von unserer Seite auch nochmal vielen Dank, dass Sie es heute alle einrichten konnten, hierher zu kommen zu der feierlichen Checkübergabe. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den Informationen des Bürgermeisters. Wir haben insgesamt 10.200 und 40 € eingenommen und haben uns dann entschieden, um die Sache rund zu machen, das im Prinzip auf diese 12.000 € aufzustocken. Gemeinsam die Stadtwerke und wir, Jubiläum von 30 Jahren, hat man ja dann auch nicht alle Tage in dieser Größenordnung. Und wir dachten uns, wir müssen jetzt nicht, oder natürlich wurden wir persönlich beglückwünscht, haben wir uns auch sehr darüber gefreut, aber wir haben uns gedacht, ich glaube, es ist genau das Richtige, dass das bei unseren Grundschulen hier vor Ort wirklich besser eingesetzt ist als viele Blumensträuße oder ja, was sonst so ein üblicher Geburtstagsgast so mitbringt bei so einer Feierlichkeit. Ja, und wir gehen davon aus und wünschen uns natürlich sehr, dass Sie einen guten Einsatzzweck für dieses Geld finden. Bin ich auch ziemlich überzeugt, dass Sie da schnell was haben, wo Sie das Geld im Prinzip gut verwenden können. Ich freue mich, dass Sie als Vertreter unserer Grundschulen, zur 5 Grundschulen heute hier da sind, um sag mal, diesen Scheck auch in Empfang zu nehmen. Ich will gar nicht viel ergänzen, es ist uns eine große Freude, ja, mit unserem Jubiläum Sie natürlich jetzt hier mit zu unterstützen, mit diesem Geldbetrag. Ich bin überzeugt, Sie werden eine gute Verwendung haben und ich will es einfach nochmal aufgreifen, was der Bürgermeister auch gesagt hat. Es ist uns eine besondere Freude, dass wir natürlich hier für die Jugend, für den Nachwuchs in Eisleben was tun und insofern schön, dass Sie da sind und ja, das Wetter spielt ja auch mit. Also insofern passend zur Sonne gibt es heute auch Geld. Und dann wurden die Spenden übergeben. Jede Schule erhielt somit 2.400 Euro. Mittel, die in allen Einrichtungen dankbar angenommen wurden, um die unterschiedlichsten Projekte damit finanzieren zu können. Für diesen freudigen Anlass positionierte man sich zunächst natürlich im Ratssaal selber und dann draußen noch einmal den Fotografen bei wunderschönem Spätsommerwetter.